Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 24. Lesung unserer ehemaligen Gender-Agenda, die sich mittlerweile zur satanischen Musikagenda entwickelt hat, und zwar ganz ohne mein Zutun und ganz ohne das Zutun meines Streiters oder Mitstreiters Jörg, der mir den Kanal Joggler 66 Stunde der Wahrheit zur Verfügung stellt und der hier die ganzen Einspielungen macht und letzten Endes jetzt hier die ganze Sache quasi produziert und Regie führt und ich letzten Endes hier die ganzen Texte absondere und den Erklärbär mache. Und deswegen sind wir eigentlich ein ganz gut eingespieltes Team inzwischen nach 23 Sendungen, glaube ich. Und deswegen kann ich jetzt wie immer sagen, hallo, lieber Jörg. Ja, hallo Michael. Also wir waren vorher schon ein ganz gut eingespieltes Team. Du hast bei mir bei Lesungen mitgemacht von dem Buch von Griesinger, was ich sehr beförderlich fand. Du hast mitgemacht in den Lesungen von Hinter den Diktatoren, Herrscher des Bösen. Du nimmst auch als einziger ziemlich aktiv teil an den ersten Stunden der Sonntagslesung, wenn es um Babylon, Mysterien, Religion oder das Doppelgesicht des Papsttums geht. Ich finde das überhaupt nicht so, dass ich hier nur irgendwas zur Verfügung stelle. Ich finde, das ist ein gemeinschaftliches Projekt, weil ich stehe da voll hinter, voll und ganz. Sonst hätte ich das überhaupt nicht gemacht mit dir. Nur es ist in diesem Fall du bist derjenige, der die meiste Arbeit damit hat. Und das ist zu erklären aus verschiedenen Gründen. Hauptsächlich damit, dass du dich dein Leben lang mit solchen Sachen viel mehr beschäftigt hast, mit solchen Musiksachen. Da hast du viel mehr Ahnung von, weil du bist ja auch Tontechniker und was auch nicht alles gewesen, ohne jetzt irgendwie aus der Schule sprechen zu wollen und den Leuten Dinge zu verraten, die sie nicht wissen sollen, dass das privat bleibt. Aber du hast halt einen Beruf gehabt, der mit Musik schon mal zu tun hatte, früher. Du bist, wie du ja auch selber gesagt hast, in einem sehr tiefen Grade auch in das Okkulte eingeweiht gewesen, was natürlich dann deine Konvertierung zu Jesus Christus umso leichter gemacht hat, sage ich mal in der Hinsicht, weil wenn man die Gegenseite sehr gut kennt, dann rennt man umso schneller zur richtigen Seite hin. Und all diese ganzen Dinge finde ich so furchtbar wichtig und ich möchte dich da gerne drin unterstützen. Und wenn das bisschen, was ich machen kann, sagen kann, ich nehme die Videos auf und werde sie dann auch auf meinen YouTube-Kanälen verbreiten, die bekannter sind als deine und im Augenblick noch alle existent sind. Wir wissen ja nie, wann das hier rauskommt, was bis dahin passiert. Ja, dann stelle ich das gerne zur Verfügung, weil schließlich bist du ja bei meinen Lesungen auch mit dabei und unterstützt mich und genauso unterstütze ich dich hier. Also von daher gebührt mein Dank dir genauso gut, wie dein Dank mir gebührt und lass uns zusammen dann dem Herrn danken, dass er uns überhaupt in die Lage versetzt, diese Dinge machen zu können und zu probieren, die Leute auf diese Art und Weise zu Jesus Christus zu führen, aus dieser satanischen Welt heraus. Und dann noch mal eben ganz kurz, weil du sagtest ja, unsere ehemalige Gender-Serie ist eigentlich eine satanische Musik-Agenda-Serie geworden. Das ist richtig. Ich habe den Namen aber bis jetzt noch nicht verändert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn in der Zukunft verändere, weil die Gender-Agenda und die satanische Musik-Agenda, die hängen zusammen. Und zwar hängen die so unglaublich dicht zusammen, dass man sie gar nicht auseinanderhalten kann. Ich habe da vor ein paar Tagen dieses Video gesehen, das als Kommentar in eine der unserer Gender-Serien reingegeben wurde. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von der Helene Fischer, wo diese eine Person da also Bilder von der Helene Fischer genommen hat und gezeigt hat, dass es diese Agenda gibt, MTF und TMF. FTM und MTF. Also Female to Male und Male to Female, also Mann zu Frau und Frau zu Mann. Wo also oftmals die Menschen schon im Kindesalter umprogrammiert werden, eine Geschlechtsverwandlung vornehmen zu müssen und dann während der Pubertät vollgestopft werden mit allen möglichen Hormonen und so weiter, Operationen über sich ergehen lassen müssen und, weil die eben von klein auf an ausgesucht sind, eine bestimmte Position in dieser Welt zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit der Helene Fischer wahr ist. Ich weiß auch nicht, inwieweit das mit anderen wahr ist. Es gibt immer Dinge, da zweifelt man dran. Aber das Video fängt unglaublich gut an, mit erstmal die Anatomie des Mannes und die Anatomie der Frau zu erklären, den Körperaufbau. Nur mit Bildern ist das immer so eine Sache. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit. Aber ich zweifle da nicht dran, dass, wenn es vielleicht auch nicht so extrem ist, wie in dem Video oder anderen Videos dargestellt, dann zweifle ich da doch nicht dran, dass es diese ganze Agenda gibt. Und der beste Beweis dafür ist Amanda Lear, alias Peggy Doslow, alias Alan Tupp, der ja ganz offensichtlich, er hat es ja selbst zugegeben, der größte Travestit der Welt ist. Das sagte er damals, als er da in Paris aufgetreten ist. In einer der ersten Sendungen hatten wir darüber gesprochen. Und von daher ist diese Gender-Agenda und satanische Musik-Agenda so miteinander verschmolzen, dass es im Grunde vollkommen wurscht ist, welchen Namen du daran gibst. Hauptsache, man beschäftigt sich mit dem Thema. Und wir werden immer wieder bei den Musikern, bei den Gruppen oder was auch immer du auswählst, um darüber zu sprechen, auch
auch wenn wir dann vielleicht ein wenig vernachlässigen, auf das Thema der Geschlechtsumwandlung dazukommen. Wir werden vielleicht von Sängern sprechen, die eigentlich Frauen waren, und wir werden vielleicht von Sängerinnen sprechen, die eigentlich Männer waren. Aber deswegen spitzen wir da nicht unsere Aufmerksamkeit drauf hinzu. Wir sagen, wir machen da nicht unseren Hauptpunkt von. Wir haben das angefangen mit der Amanda Lear, ganz richtig. Aber viel wichtiger ist, den Satanismus damit aufzuweisen, weil, so wie es in Ezekiel steht, als Luzifer erschaffen wurden, wurden seine Tamburine und seine Flöten mit ihm erschaffen. Und weil sie mit ihm erschaffen ist, ist er der Meister der diesen. Und niemand kann sich dem Einfluss der Musik widersetzen, weil Musik sind Schwingungen in der Luft und wir sind ein Körper, der zu 70% oder 80% aus Wasser besteht und diese Schwingungen aufnimmt. Wir können gar nicht anders. Und das weiß der Teufel. Und deswegen ist das so gefährlich und so wichtig, was du hier mit dieser Serie machst. So, nachdem ich jetzt meine glänzenden 5 Minuten gehabt habe, gebe ich es gerne an dich weiter und kannst du das Programm für heute Abend übernehmen, Bruder. Ja, vielen Dank für die einleitenden Erklärungen sozusagen. Ich lese mir natürlich auch immer die Kommentare unter den entsprechenden Videos durch, soweit es die Zeit erlaubt. Es ist halt so, dass ich jetzt hier auch nicht die komplette Bandbreite abdecken kann und auch will, aus dem ganz einfachen Grunde, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dann soll es einigermaßen vernünftig und sorgfältig sein, was mir in dem vorliegenden Beispiel schon schwer genug fällt. Denn um jetzt beispielsweise so eine Gruppe oder einen Interpreten mal so richtig gut in die Lupe zu nehmen, da bräuchte ich eigentlich locker 4 Wochen am Stück für, weil mir da immer noch mehr Sachen und Versatzstücke auffallen. Ich habe jetzt im vorliegenden Fall, habe ich jetzt ungefähr, Pi mal Daumen, ich denke, ungefähr 8 Stunden Zeit investiert, 8 bis 10 Stunden Zeit investiert, mit Videos gucken, mit Videos schneiden und so weiter und so fort. Das geht jetzt also noch einigermaßen, aber das ist halt alles nebenbei. Würde ich sowas hauptberuflich machen oder ähnlicher Art und Weise jetzt da mehr Zeit für haben, könnte man da ganze Bücher drüber schreiben. Aber wir wollen uns ja nicht über die Einzelheiten verlieren, sondern wollen ja die Sache im Fokus haben. Was oder welche Agenda macht denn jetzt überhaupt derjenige Musiker denn da publik? Und deswegen haben wir heute Abend ein Thema uns ausgesucht, beziehungsweise ich habe es vorgeschlagen und der Gag war, am selben Abend, wo ich es mir vorgeschlagen habe, hat auch eine Mitleserin und eine Mitstreiterin sozusagen, jemand, der auch Kommentare macht, gesagt, mach doch mal The Alan Parsons Project. Und da habe ich mir gesagt, ja, sehr lustig, weil ich ja sowieso schon das vorhatte. Das ist nämlich die logische Konsequenz zu den Sachen, die wir jetzt mit der Folge 23 bei Pink Floyd eigentlich abgeschlossen haben, wobei Pink Floyd eigentlich überhaupt nicht abgeschlossen ist. Ich habe nur hinter Pink Floyd sozusagen ein offenes Ausrufezeichen oder ein kleines Fragezeichen gelassen. Da hätte man und könnte man noch viel, viel mehr Dinge zu sagen, aber wir haben ja wahrscheinlich noch ein paar Sendungen. Und deswegen habe ich mir jetzt hier diesen kleinen, freundlichen vollbärtigen Märchenerzähler sozusagen an Bord geholt. Der heißt nämlich Alan Parsons und ist der Namensgeber von dem Alan Parsons Project. Einer meiner Lieblingsgruppen früher, wo ich noch nur Musik gehört habe oder konsumiert habe und noch gar nicht wusste, wo hat das denn alles damit zu tun. Und The Alan Parsons Project dürfte jetzt bekannt sein. Der lustige Nebeneffekt ist jetzt, die haben in diesem Jahre 2019 wohl noch eine neue, ich wollte gerade schon sagen LP, also eine neue Scheibe, eine neue Platte, eine neue Disc, eine neue CD gemacht oder DVD oder Blu-ray, wie ihr wollt. Und deswegen spannt sich jetzt der Bogen auf aus den 60er Jahren hinweg bis zur Neuzeit 2019. Das heißt, wir können jetzt hier auch bei Alan Parsons, so ähnlich wie bei Pink Floyd, 50 Jahre Musik quasi ja, hier passieren lassen. Und ohne jetzt euch weiter auf die Folter zu spannen, warum, wieso, weshalb, gucken wir uns einfach nur das Bild an oben. Nein, nur das Bild oben. Danke. So, da sehen wir halt diesen Alan Parsons, der da sitzt in einer verschränkten Pose nach dem Motto, so, bis hierhin und nicht weiter, ja, bis hier, ich gebe nichts von mir preis, diese verschränkten Arme haben nun mal halt einfach die Bedeutung, ich schütze mich selber, ich gebe nicht allzu viel von mir preis und ich kann mich dann beschützen zu jeder Seite. Ich habe dann also da eine Hand frei und oder ich habe eigentlich beide Hände frei, mich zum Verteidigen. Also von daher alles erstmal gut. Ich sitze erstmal da und warte ab, was der MK2007AL und was der Joggler-Kanal, was die da jetzt gerade über mich preisgeben, was ich unter Umständen gar nicht so doll finde. Wir haben auch unter anderem meine absoluten Lieblingsfarben mit dabei. Der Mann hat zwar eine angeblich weiße Weste auf dem Bild, das täuscht aber, wenn man sich den Hintergrund anschaut.
Der Hintergrund ist in meinen Lieblingsfarben rot-schwarz. Meine Lieblingsfarben sind es nicht, es sind nur meine Lieblingsfarben innerhalb dieser Sendung, dieser Sendereihe, weil ich ja sage, rot ist die Farbe der Sünde und des Blutes und schwarz ist letzten oder dunkel und Vorhang, ne, da muss man ja irgendetwas verbergen und der Vorhang wirft dir dann so dunkle Falten und so. Ich werte das jetzt mal, dass die Farbe Rot hier sehr, sehr prominent vertreten ist, weswegen ich mich da auch zu herabgelassen habe oder zu entschieden habe, die Alan Parsons Occult Project zu nennen und dann auch mit roten Buchstaben, mit roten Lettern auf schwarzem Grund. So viel erstmal zu dem Foto, was da jetzt draufkommt. Und deswegen, der Mann hat eine weiße Weste, sitzt aber vor einem Vorhang und da ist bestimmt einiges, was es da zu lüften gilt. Und dann machen wir doch mal mit dem nächsten Bild weiter. Da haben wir beispielsweise hier ein Bild, was wir aus dem Internet gefischt haben, wo so ein paar Alben drauf sind, die er gemacht hat, so ein paar Symbole. Da sollten uns schon einige von bekannt vorkommen. Die besprechen wir aber dann auch ausführlich. Ich wollte da jetzt erstmal gar nicht drauf rumreiten, weil das einfach zu langweilig ist, wenn wir jetzt schon wieder Symbole machen, glaube ich. Deswegen fangen wir die ganze Geschichte bei Alan Parsons heute mal ganz woanders an. Und zwar beim nächsten Bild. Wer ist Alan Parsons? Nun, dieser Mann ist am 20. Dezember 1948, so man der offiziellen Biografie glauben darf, es ist hier Wikipedia zitiert, wie immer, fange ich mit Wikipedia an, ein britischer Musiker, Toningenieur und Produzent sowie Mitbegründer von The Alan Parsons Project. So, seine Band, seine Gruppe, seine Formulation heißt The Alan Parsons Project, zu Deutsch das Alan Parsons Projekt mit K. Was könnte das denn sein? Ist denn dieses Alan Parsons Projekt tatsächlich eine Musikgruppe oder ist es eventuell noch etwas anderes? Weil ein Projekt kann ja nun mal halt vieles sein. Ich kann mich ja auch wegen eines Schülerprojektes beispielsweise mit jemandem zusammenschließen, um Kunst zu machen. Oder um alten Menschen über die Straße zu helfen. Der Name selber, The Alan Parsons Project, ist ja, muss ja nicht unbedingt auf Musik beschränkt sein, so mein beschränktes Verständnis von dem Bandnamen. Denn ich habe mir gedacht, gut, also vielleicht hat dieses Projekt dann mit anderen Dingen zu tun. Deswegen habe ich es einfach mal kurzerhand oben The Occult Alan Parsons Project genannt. Oder Alan Parsons Occult, wie ihr wollt. Und als erstes gucke ich mir eigentlich immer an, wo kommt denn der Mann her, aus welchem Umfeld ist der, wo kommt denn der her, was macht denn der so, was hat er denn so gemacht und was könnte denn da so für, bei dem interessant sein. Und da habe ich mir angeguckt, dass auf der originalen Wikipedia-Seite gar nicht so viel drin stand und deswegen musste ich mich ganz viel mit alternativen Quellen da herumschlagen, was aber nicht wehtat. Sein Vater heißt also Dennis Parsons, also mit einem N und nicht diesem berühmt-berüchtigten Dennis, der mittlerweile nichts gegen Leute, die ihre Kinder Dennis halt heißen oder nennen, besser gesagt, oder die Leute, die überhaupt Dennis heißen, da kenne ich auch einige von, aber ich kenne ihn normalerweise mit Doppel-N. So, und das Kind von dem Danny Parsons ist dann, wer Wunder auf Wunder, Alan Parsons, und zwar derjenige, der eben oben da dieser Musiker ist, Produzent, Toningenieur, okay? Gut. Und dieser Alan Parsons hat jetzt auch Kinder. Eins von den Kindern von Alan Parsons heißt Britney. Und da habe ich mir gedacht, stopp. Britney selber kommt mir noch bekannt vor von, na klar, ne, von der Hupfdode da, Give It Baby One More Time, Britney Spears. Die schreibt sich aber ganz anders. Da habe ich mir gedacht, gut, warum schreibt denn jemand Britney mit I? Ist das eine Abkürzung oder was ist das? Und da habe ich mich wieder bei Etymologie Online rumgetrieben und habe dann gesehen, dass Britney ein Slang ist sozusagen, ein englischer Slang ist, der bedeutet, perfekt zu sein oder am nächsten zum Perfekt zu sein. Ja, Jörg? Ja, wenn du dich dann mit dem Namen Britney beschäftigst, weil der anders geschrieben ist als der von Britney Spears, die ja, glaube ich, hinten mit EY oder nur mit Y geschrieben wird, ist ja mit seinem Vater Dennis Parsons genau das Gleiche. Dennis klingt ja, wenn man das jetzt Englisch ausspricht, der ist ja ein Englischer, eigentlich mehr denies. Deny, das heißt leugnen. Und normalerweise wird natürlich deny mit IE geschrieben, aber Dennis wird ja normalerweise auch mit I geschrieben. Also auch da hat der Name wahrscheinlich noch eine ganz andere Bedeutung. Interessant finde ich dann auch, dass einer seiner Enkel, wie hier drunter steht, Tabitha Parsons ist, Tabitha. Die einzige Frau, die ich kenne mit dem Namen Tabitha, ist die Schauspielerin, die die Frau von Rocky spielt. Tabitha, wie heißt sie jetzt wieder? Jones oder so? Nee. In den Rocky-Filmen. Ach so, okay, gut. Na, die kenne ich jetzt. Die kenne ich zwar schon, aber ich kenne jetzt die Dame dann nicht. Ja, die heißt auch Tabitha. Und das ist die einzige Person, die ich kenne,
Parsons Person, die ich kenne, die den Namen hat. Also der Name ist auch nicht so geläufig und von daher hat der wahrscheinlich auch noch eine andere Bedeutung. Nur mal eben darauf hinaus. Mit dem Briten ist natürlich deutlich, was du hier sagst, aber bei dem Denise, oder ich weiß gar nicht, wie man den aussprechen soll, Denise Parsons, wie spricht man den Vornamen überhaupt aus? Das ist eine gute Frage. Ich kann da jetzt auch leider nicht Hilfestellung zu geben und ich weiß also auch nur, dass dieser Vater von ihm vier Enkel hat und dass der Aaron Parsons zwei Kinder hat. Ich weiß also jetzt nicht, wer außer Brittany Parsons im Augenblick da tatsächlich das Kind von ihm ist, ob das Tabitha ist oder Daniel ist. Ich weiß, dass er eigentlich zwei Töchter haben sollte, deswegen sollte es eigentlich Tabitha sein, kann ich aber gleich gerne noch eben recherchieren. Mein Interesse ging jetzt auf Brittany, weil ich diesen Namen so interessant fand. Und Brittany ist tatsächlich ein Slangwort und heißt jetzt nah dran am Perfektsein. Da habe ich mir gedacht, gut, also sehr stark, vertrauenswürdig, sorgsam, stark und schön. Da habe ich mir gedacht, wer ist denn so? Da war doch jemand in der Bibel, der immer so gesagt hat, Mensch, also Denise, ja, Dennis, ne? Ich weiß, ja, genau. Da war doch irgendjemand, der immer so perfekt war und so schön war und so toll war und so. Da habe ich mir gedacht, da muss ich doch mal eben weiter runterscrollen. Da war doch jemand mal gewesen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Ja, die Frage ist jetzt, stopp mal eben bitte. Die Frage ist jetzt für mich, warum nennt jemand sein Kind Brittany? Ja, mit I. Und da habe ich mir gedacht, gut, wenn das eine Bedeutung hat, dann hat er wahrscheinlich gesagt, so, wenn ich ein Kind in die Welt setze, dann ist das perfekt. Also das ist jetzt nur eine Unterstellung. Bitteschön, Internet da draußen. Ich erzähle jetzt hier nicht eine Begebenheit, eine Tatsache. Ich habe keine Geburtsurkunde, wo draufsteht, jawohl, ich habe den Namen ausgesucht, weil, Punkt. Gibt's nicht. Ja, was es jetzt hier gibt, ist halt einfach jetzt hier eine Überlegung. Es gibt einfach nichts, was keine Bedeutung hat. Und wenn ich mir als Eltern einen Namen aussuche für mein Kind, dann gefällt mir dieser Name. Dann verbinde ich mit diesem Kind diese Eigenschaft. Und wenn ich dieses Kind halt Brittany nenne, mit N-I und nicht mit N-E-Y, dann heißt es im englischen Slang zumindest oder im amerikanischen the closest to perfect. Das heißt, ich möchte etwas Perfektes schaffen. Ich bin also erstmal sozusagen Perfektionist und sogar bis in meinen Sexualtrieb hinweg. So, die Aussage, zu der Aussage lasse ich mich hinreißen, ob eventuell nachher seine Frau sagt, lass sie doch mal Brittany nennen, und er sagt, ja, mir ist das alles egal, für mich ist das gar nicht so wichtig, kann alles sein, aber einer von den beiden Eltern muss sich durchgesetzt haben, gesagt, okay, Kind heißt Brittany, Brittany ist fast so gut wie perfekt und wir sind eben da jemand, der einen entsprechenden Anspruch an unsere Welt und an unsere Kinder hat. Das heißt, jemand, der als Brittany mit N-I geboren worden ist, hat meiner Meinung nach, und das ist jetzt noch meine Lebenserfahrung, mit höchster Wahrscheinlichkeit Eltern, die sehr zielstrebig sind. Können wir uns vielleicht auf den gemeinsamen Nenner einigen? Okay, wir werden das auch gleich herausfinden, warum das oder ob das so ist und wenn ja, warum das so ist und wo das herkommt, wenn wir den Jörg gehört haben. Ja, mir liegt schon seit einigen Minuten was auf dem Magen, was ich zu diesen Namen sagen will. Ich bin, je länger ich lebe und darüber nachdenke, desto mehr davon überzeugt, dass es kein, zwischen Anführungszeichen, Zufall ist, wie Kinder genannt werden. Und ich kann da auf meine eigene Person zurückgreifen, auch wenn natürlich ich mit meiner Namensgebung nichts zu tun habe. Aber meine Mutter, die ja auch ein bibelgläubiger Christ ist und genauso wenig lügt wie du oder ich oder jeder andere, der ein bibelgläubiger Christ ist, hat mir immer erzählt, dass als sie schwanger war von mir, mein Vater gesagt hat, dass sein Sohn Jörg heißen würde und sie hatten nicht mal einen Namen dafür, wenn ich ein Mädchen geworden wäre oder eine Alternative gewählt. Und noch bevor ich meine Frau geschwängert habe damals, habe ich gewusst, wenn ich einen Sohn habe, nenne ich ihn Carsten und zwar schreibe ich ihn mit C. Warum? Keine Ahnung. Die einzigen Carstens, die ich kenne, die kenne ich aus meiner Grundschule. Der eine wurde mit C geschrieben, der andere mit K. Ich war nicht besonders befreundet mit denen. Ich glaube, mit dem K unten an der Elbe war der, habe ich öfter Wiki geguckt und sowas. Ne, Wiki der Wikinger und so, als ich klein war. Wir sprechen über Grundschule, ne, 6 bis 10 Jahre alt. Ansonsten habe ich nie eine besondere Beziehung zu einem Carsten oder irgendwas gehabt. Aber für mich stand felsenfest klar, ich mache mit meiner Frau hier ein Kind. Ich wusste es ganz genau in der Nacht, wo wir zusammen geschlafen hatten, dass es passieren würde. Und das Kind, das da rauskommt, das heißt Carsten. Punkt aus. Keine Alternative gehabt. Nicht für ein Mädchen, nicht für einen anderen Jungen, für einen Jungen einen anderen Namen. Nix. Null. Und das
kann mir kein Mensch erzählen, dass das nicht vom Geist eingegeben ist. Die Frage ist immer, welcher Geist gibt das ein? Und da der Herrgott, da es dem Herrgott gefiel, mich nach so vielen Jahren aus dieser Welt herauszuholen und zu ihm zu ziehen, gehe ich davon aus, dass es damals schon die Wirkung des Heiligen Geistes war. Auch wenn mein Vater kein bibelgläubiger Christ war, glaube ich doch, dass er in bestimmten Momenten auch von dem guten Geist geleitet geworden ist. Anders, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht mit meiner Mutter zusammen gewesen, hätte meine Mutter in ihrer schwierigen Zeit damals beigestanden und so. Also ich glaube, dass wir selbst mit solchen Dingen, etwas, was wir im Grunde als kleine, dumme, fleischliche Sünder gar nicht verstehen können, so vom Geist geleitet werden, dass es unseren Verstand oftmals übersteigt. Und ich bin, je länger ich drüber nachdenke, wie gesagt, davon überzeugt, dass das damit zu tun hat. Nur gibt es natürlich nicht nur den guten Geist, wie wir wissen, sondern natürlich, deswegen müssen wir ja diese Serie machen über den Satan. Es gibt eben auch böse Geister, die das dann mit einer anderen Absicht machen. Und auch wenn das jetzt nicht mit dem Thema an sich viel zu tun hat, musste ich mir das mal von der Seele reden. Ich bin davon überzeugt, dass diese Namen, wenn wir unseren Kindern Namen geben oder überhaupt, wenn wir Dinge tun, das kommt ja aus unseren Gedanken, aber unsere Gedanken sind nicht so unsere, wie wir denken, sondern viele Gedanken werden uns eingegeben von dem Geist, der uns führt und der uns leitet. Und das fand ich nochmal eben einen kleinen Punkt, den ich gerne machen wollte. Danke für die 5 Minuten, die du mir gegeben hast. Ja, dann ist das jetzt deine Sendung. Nein, Spaß. Nein, das soll sie nicht alles sein. Gut, alles gut. Nein, ich habe nochmal nachgeschaut in der Zwischenzeit. Also ich bin derselben Meinung, meine Eltern wollten mich eigentlich auch Frank nennen. Also meine Eltern nicht, aber mein Großvater wollte mich Frank nennen. Meine Mutter hat gesagt, gibt nichts, ja, der heißt Michael. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Definitiv. Gut. Jetzt will ich aber gar nicht über mich reden, sondern ich will jetzt hier über Alan Parsons reden. Und zwar habe ich jetzt beispielsweise mal diesen Vers eingeschoben, der ja über Luzifer berichtet, hier mit Hesekiel 28,15. Ja? Es ist ja dieser Du, mit Du war es gemeint, Luzifer. Den Gag habe ich mir jetzt noch so ein bisschen aufgespart. Eigentlich habe ich ihn aber auch vergessen reinzukopieren. Aber macht jetzt nichts. Das heißt, wenn ihr Hesekiel 28,13 kennt mit den Musikinstrumenten, wisst ihr ja auch, nach 13 kommt 14, nach 14 kommt 15. Und da steht genau das drin, was der Jörg jetzt gerade vorgelesen hat. Und das ist eben so, dieses Vollkommensein, das ist halt ein Streben, was halt viele Menschen haben, die dem Luziferianismus angehören. So haben wir da schon mal einen kleinen ersten Hinweis darauf. Und ich habe eben nochmal nachgeschaut, also die 4 Kinder, die da benannt werden, Jeremy, Tabitha, Daniel und Brittany, sind wohl, zumindest wenn ich jetzt meinem Wikipedia hier glauben darf, tatsächlich alles Kinder von Alan Parsons, sodass der also dann doch schon da auf jeden Fall ziemlich fleißig gewesen ist in der Hinsicht. So, in anderen Hinsichten ist er auch fleißig gewesen. Er hat aber auch eine gute Schützenhilfe bekommen, denn ich habe einmal zurückverfolgt bis zu seinem Großvater. Ich habe allerdings bei Wikipedia da nicht viel drüber gefunden und musste dann immer links und rechts querlesen und habe also auch jetzt deswegen in diesem Skript, Entschuldigung bitte, lieber Internetgemeinde, ganz viel in Englisch quer und kreuz und kursiv geschrieben. Aus 2 Gründen. Erstens, es ist ohnehin schon eine unheimliche Sortiererei. Und zum Zweiten, wir überlegen, diese Sendung vielleicht irgendwann mal nächstes Jahr oder so in Englisch zu machen, weil die Alan Parsons Project nur wirklich überregional bekannt ist, über den deutschen Sprachraum hinaus. Und dann kann ich halt genau dasselbe Skript nehmen und muss da nicht schon wieder dann 10 Stunden dran sitzen. Und deswegen habe ich auch die Videos, die dann irgendwann dazu kommen, auch in Englisch gemacht. Sie singen in Englisch und von daher denke ich, ist es okay, wenn wir den englischen Liedtext abdrücken und das dann halt manuell übersetzen. Worum es mir jetzt geht ist, ich war sehr skeptisch am Anfang, weil ich gedacht habe, ja gut, man kennt ja jeder Alan Parsons Project, jeder weiß von Alan Parsons Project, dass es da Lieder gibt, die eben nicht christlich sind. Wo findest du denn jetzt mal einen vernünftigen Einstieg? Und ich habe direkt gesehen, Moment mal, der Stammbaum von ihm steht bei Wikipedia eigentlich gar nicht so genannt. Wieso ist das so? Was fehlt denn da oder warum fehlt es denn da? Was ist denn nicht so schön daran? Wo kommt er denn her? Und da bin ich jetzt fündig geworden, und zwar seine Großeltern, also besser gesagt jetzt hier, ich konzentriere mich auf seinen Großvater, weil zu dem Zeitpunkt 1900, da waren die Frauen, da hatten noch kein Stimmrecht und der Gag wäre jetzt gewesen zu sagen, die durften nur noch nicht Auto fahren, aber gut. Da wäre jetzt halt einfach so, dass dieser Herbert Bierbaum Tree, also Tree wie Baum, also Nomen est Omen, also wahrscheinlich ein Typ so groß und stark wie eine Eiche, würde man jetzt in Deutschland sagen. Der war sein Großvater. Und als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, ach du liebe Güte, wenn Jörg das sieht. Ja, da ist er.
Ich probiere zu schweigen. Und das ist er, aber er ist da in Verkleidung sozusagen. Ja? Also er ist ein Theatermensch gewesen. Er ist dann in verschiedene Verkleidungen gestüpft, hier als Kardinal Wolsey in Henry der Achte. Ja, wobei alleine schon die Pose, die er da macht und der stoische Gesichtsausdruck zeigt dann doch irgendwie, dass er seine Rolle dann sehr ernst nimmt. Und wir wollen ja jetzt nicht so weit gehen zu sagen, na, wie oben, so unten. Aber alleine schon, dass wir wissen, er ist jetzt als erstmal jemand, der sich gerne verkleidet hat, ne, und hat damit Geld verdient. Da war ja Theaterschauspieler und nicht nur das. Also er war hier ein gefeierter Actor-Manager, also ein gefeierter Schauspieler und Manager. Sir Herbert Beambaum Tree. Sir, S-I-R. Der Wortstamm könnte kommen von S-R-R. Das wäre dann wieder aus dem Ägyptischen. Da müsste ich dann aber jetzt einen Kollegen von mir bemühen, den ich jetzt hier namentlich nicht nenne. Aber es geht erstmal darum. Sir ist ein Ritter, ne? Ja, natürlich. Und das wird auch gleich hier weiter beschrieben, zum Glück auch in Englisch, aber halt dieses erste Foto, wir sehen jetzt schon, Moment mal, der Mann stammt eben nicht aus dieser postulierten Karriere. Ach, der ist mal so zufällig entdeckt worden. Ist der garantiert nicht. Wenn einer, dann der nicht. Der definitiv nicht. Alan Parsons hat schon da definitiv in die Wiege schon reingelegt bekommen, dass er eine sehr, 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 sehr bekannte Verwandtschaft hatte, zumindest oh, jetzt bestätigst du ja, was ich in der Einleitung gesagt hatte, dass die schon von Kindesbeinen an darauf hin erzogen werden, die Rolle zu spielen, die sie dann später spielen. Ja, das sind die Disney-Stars, als noch kein Disney gab, ne, sozusagen. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. So, und das machen wir mal weiter bei dem Sir Herbert Beambaum-Tree. Denn. Da steht nämlich drunter, was er gemacht hat. Und das ist ja wohl mal eine Hausnummer. Er galt zu Lebzeiten als einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des britischen Theaters und rief unter anderem die Royal Academy of Dramatic Arts ins Leben. Er ist das. Er ist der Gründervater der Royal Academy of Dramatic Art, der Königlichen Akademie der Schauspielkünste, der dramatischen Künste. Er ist das, der Großvater von Alan Parsons. Das heißt, Alan Parsons ist schon in eine extrem hochkarierte Künstlerfamilie reingeboren worden und nicht nur das. Er ist ja Sir Herbert Draper Beerbaum Tree. Ja, er ist ja auch Adel. Das heißt, er stammt aus einem Adelsgeschlecht. So viel können wir jetzt schon mal sagen. Er selber ist nicht geadelt, aber er stammt aus einem Adelsgeschlecht. Also die Geschichte mit dem Tellerwäscher nimmt man ihm spätestens bei einem Blick auf seinen Großvater eben nicht mehr ab. Ja, so, und jetzt kommt halt eine ganz, ganz viel so ein bisschen hier Geplänkel und so, was er halt gemacht hat, welche Rollen er gespielt hat und dass er halt hier auf den kleinen Bühnen gespielt hat und die lustigen Weiber von Windsor und Hamlet hat er gespielt und naja, also solche ganzen Geschichten. Ne? Und Shakespeare hat er gespielt, Richard III. Hat er gespielt und 1904 hat er eben dann diese weltberühmte Royal Academy of Dramatic Art gegründet und 5 Jahre später wurde er dann folgerichtig eben von der Queen, ja, die eigentlich ein Deutsche ist, also deutsche Abstammung eigentlich ist, Sachsen-Gotha und nicht Windsor. Windsor ist ja nur ein angenommener Name. Soweit ich jetzt weiß, ich müsste jetzt nochmal recherchieren, aber ich bin mir da recht sicher. Und 1909 wurde er als Knight Bachelor in den Adelstand erhoben, durfte sich also dann Sir nennen. So, ja? Da kann man doch schon mal sehen, dass da so wirklich jetzt schon mal da Potenzial hintersteht. Also aus dieser Familie kommt er dann. Okay, gut. Und er hat also eine Uraufführung gemacht von dem bekannten George Bernard Shaw. Und der war überhaupt nicht glücklich mit seiner Leistung. Und dann haben die beiden sich miteinander gekebbelt und er hat dann schon eine entsprechende Position gehabt. Hat gesagt, hat sich ja einfach mit ihm angelegt. Hat gesagt, ja, mein Schluss ist aber wenigstens, der bringt wenigstens Geld. Ne? Also wenn man sich dann schon auf so einer Position bemüht und aus so einer Position und auf seiner Position dann bestehen bleibt und so eine Argumentation sich mit dem Herausgeber und mit dem Schriftsteller da leisten kann, dann ist man schon wer. Ne? Dann ist man auf jeden Fall schon wer. Dann ist man schon auf gleicher Höhe. So, und es steht da halt weiter, dass er in vielen Stummfilmen auch dann spielte, also nicht nur jetzt Theater, sondern auch Stummspiele
Stummfilme, meine Güte, Entschuldigung, bitte, muss was trinken. Und in Macbeth-Fassung von 1916. Jetzt geht es aber noch weiter. Jetzt wird es also noch interessanter. Und zwar, er war verheiratet und aus dieser Ehe stammen drei Kinder. Er ist der Großvater des Schauspielers David Tree und Urgroßvaters des Musikers Alan Parsons. Das wussten wir ja schon. Ferner war Tree Vater von 7 unehelichen Kindern, darunter so berühmte wie der späte Regisseur Carol Reed und der Schauspieler Oliver Reed war ein Enkel von Tree. Heißt, wir haben jetzt hier nicht nur mal eben so einen, der so eine Royal Academy gegründet hat und Masseur geworden ist, sondern wir haben jemanden, der seine ganzen Kinder quasi da auch in diese Position reingebracht hat. Seine Kinder haben dann also auch teilweise, der eine hat Regisseur gemacht, der andere hat dann halt Schauspieler geworden. Sein Enkel ist Toningenieur, Produzent und Musiker geworden. Also es hat immer alles mit den Künsten zu tun, was die da halt tatsächlich dann promoten. Okay? Gut. Und jetzt habe ich mir nochmal die englische Wikipedia angeguckt. Und die englische Wikipedia gibt irgendwie aus welchen Gründen noch immer, das haben wir ja schon mal bei dem Sovereign Military Order of Malta gehabt, mehr her. Und jetzt kurz. Also, er hat ja geheiratet und wäre ja sehr, sehr, sehr fruchtbar. Und es steht hier drin in Englisch dasselbe, was in Deutsch drin steht, aber hier steht, Tree hat also auch several, hier steht several illegitimate children, also einige uneheliche Kinder, in Klammern 6 mit Beatrice May Pinney gehabt. Wenn hier aber steht, several illegitimate, several ist keine bestimmte Nummer genannt, da steht nur einige. Es können also jetzt 6 sein, es können auch 9 sein. Das ist mein Verständnis von several. Ja, including, das ist das, was wir schon wissen, Filmdirektor Carol Reed, ja, und den britischen Actor, also den britischen Schauspieler Oliver Reed. Und jetzt kommt die nächste Bombe. Er war auch der Großvater von Hollywood Drehbuchautor und Producer Evan Moffat. Und wisst ihr, wer der gewesen ist? Der war unter anderem Drehbuchautor von James Dean Giganten. Das ist doch mal eine Hausnummer, oder Jörg? Oh ja. Oh ja, Giganten ist der letzte Film, den James Dean gedreht hat. Genau. Das ist der berühmte Film mit Elizabeth Taylor und Rock. Es ist Rock vor allen Dingen der berühmte Film, in dem James Dean in einer Jesus-Pose zu sehen ist. Ja, mit dem richtigen Gewehr. Der ganz berühmte Snapshot, was ja im Film, glaube ich, gar nicht so wirklich vorkommt, mit dem so Reklame gemacht wurde, wo er sich ein Gewehr über die Schultern legt und die Arme dann über das Gewehr wie ein Gekreuzigter sich da hinstellt. Und jeder, der glaubt, dass das Zufall ist, der sollte dieses Video sowieso in diesem Augenblick spätestens abschalten. Ja, aber das ist jetzt erstmal schon der erste 30-Minuten-Einstieg in Alan Parsons. Und ich am Anfang, wenn ich mich mit dem beschäftigt hätte, hätte ich mich auch mit anderen Sachen umgesehen, aber wie der Geist einen leitet. Und jetzt weiß ich zumindest, er kommt aus einer extrem hochdekorierten Familie. Wir haben hier Autoren, wir haben hier Schauspieler, wir haben Theaterregisseure, wir haben hier alles zusammen. Ja? Du musst den Leuten ja auch noch Platz lassen, ihre eigenen Untersuchungen zu machen. Wenn du das nicht so tiefgehend machst, wie du jetzt gerade sagst, dass du es hättest machen können, dann gibst du den Leuten ja Anleitung zu sagen von, ja, such dann die Namen doch mal selber. Schaut mal in Wikipedia, schaut mal in anderen Brunnen nach und stellt selbst eure Untersuchungen an. Und ihr werdet im Grunde ein Ding feststellen, dass alle Menschen, die in der Unterhaltungsindustrie auf die eine oder andere Art und Weise mit verstrickt sind, darin arbeiten, dass die alle auf die eine oder andere Art und Weise auch miteinander verwandt sind. Mhm. Und das bringt mich auf ein Video, das ich eigentlich gar nicht so gerne erwähne, weil derjenige, der es vorträgt, ein unglaublich, auch wenn er nach außen hin ein ganz toller und ehrlicher Mensch ist, eine unglaublich satanische Agenda vertritt. Das ist nämlich Walter Veit. Mhm. Und der hat ein Video gemacht über die scheinenden und was weiß ich nicht, Prinzen da. Ich kriege den Titel nie zusammen, weder im Englischen noch im Deutschen. Ja, ich kenne das. Ich habe das Video selber gesehen. Da geht es über die Hologramme von Prinz Charles zum Beispiel. Ja, ja. Es geht da über die
über die Familien, über die Blutbände der amerikanischen Präsidenten mit den europäischen Königshäusern. Ja? Dass also jeder amerikanische Präsident blutlinienverwandt ist mit einem europäischen Königshaus. Hauptsächlich meistens mit dem englischen oder eben darüber verwandt mit dem deutschen Königshaus. Dass das also alles Leute sind, die blutmäßig im Grunde Könige sind. Ja? Was auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn man die Politik des Antichristen kennt, dass er überall seine Kinder einsetzt, mehr oder weniger. Oder eben die Kinder, die ihm hörig sind. Und die Könige sind ja nun mal hörig. Ein Präsident, der gewählt ist, der muss ja dem Papst nicht hörig sein. Aber wenn er dann blutlinienmäßig auch noch verwandt ist mit den Herrschern und diese Herrscher, wie wir wissen aus verschiedenen Lesungen, sich in ihrer weltlichen Herrschaft, der geistigen Herrschaft des Vatikan unterstellen, dann wird das alles umso wichtiger, um es zu verstehen. Und das, was wir in der Politik sehen, also in diesem Video von Walter Veit, irgendwas mit den scheinenden Prinzen, das gibt es in Deutsch und in Englisch. Ich habe beide Videos, sowohl Englisch als Deutsch, mindestens dreimal jedes gesehen. Trotzdem vergesse ich das immer wieder. Da legt er übrigens auch bei raus, dass zum Beispiel Madonna über so und so viele Ecken mit Bush verwandt ist und so weiter und so weiter. Also die sind alle miteinander irgendwie verwandt. Was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil schließlich stammen wir alle von 8 Menschen ab. Ne? Oder besser gesagt von den 3 Söhnen und ihren und wir Frauen. Stammen und vor allen Dingen stammen wir von Menschen ab. Ne? Ja, ja, nicht von Affen, das ist wieder eine andere Sache. Aber das bringt uns dann wieder in ein anderes Thema. Nur, wir haben natürlich alle eine Blutlinie, die da irgendwo sowieso zusammenführt. Von daher sind wir über viele Ecken und Winkel alle irgendwie miteinander verwandt. Nur es ist doch ziemlich interessant zu sehen, dass Leute, die politische Macht ausüben, eine solche Blutverbindung haben, über die ja komischerweise in den normalen Medien niemals gesprochen wird. Und dass es in der Musikindustrie auch so ist. Und das, was Michael hier eben am Rande aufdeckt, wo er sich eigentlich mit Alan Parsons Project beschäftigen wollte, was er hier aufdeckt, wie tief das im Grunde geht. Und ja, jetzt, ich glaube, nachdem Michael das jetzt gelesen hat, wundert er sich gar nicht mehr, dass Wikipedia erstmal nicht so viel über seinen Großvater hergeben wollte. Weil da könnte man ja die Dose von Pandora mit öffnen, ne? Da könnte man ja anfangen, richtige Untersuchungen zu starten. Und ich bin der Meinung, dass diejenigen, die interessiert diese Serie anschauen, die als Anstoß nehmen sollten, ihre eigene Nachforschung in der Sache anzustellen. Dass sie nicht das glauben, was Michael ihnen hier erzählt. Oder dass sie nicht das glauben, was ich ihnen hier erzähle. Sondern dass sie das glauben, was sie selbst nachforschen. Immer berücksichtigen dann bitte auch, dass ihr vertrauenswürdige Quellen nehmt. Wikipedia ist nicht so furchtbar vertrauenswürdig, deswegen sagt Michael ja selber, ich habe das von Wikipedia, aber deswegen habe ich hier und da nochmal quer gelesen und da gesucht und da gesucht. Und das ist eben das, was man machen muss. Und diese Untersuchungen werden erst dann logisch, wenn sie zu einem logischen Schluss folgen, wenn sie einen nämlich zur Wahrheit führen. Wenn ich am Ende das, was ich hier rausfinde, an der Bibel messe und die Bibel mir sagt, genau so ist das, mein Junge, dann bin ich wie ein guter Beröer. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Alles in der Welt an der Bibel messen und zu sehen, ob die Dinge so sind. Und dazu ist diese Serie ein wunderbares Hilfsmittel, um euch mit den euren eigenen Untersuchungen zu helfen. Weil ob ich das sage oder Michael das sagt, da könnt ihr sagen, oh, der hat das gesagt. Der kann ja viel sagen. Der redet ja viel, wenn der Tag lang ist. Ja, das mag sein. Such es dann für dich selbst heraus. Und die Wahrheit, die du für dich selbst herausfindest, die Untersuchungen, die du für dich selbst machst, so wie ich mich damals mit Tom Fress an den Computer gesetzt habe und wir 2 Stunden lang die jüdische Enzyklopädie abgesucht haben nach dem Artikel, dass die Rothschilds die Hüter des Vatikanschatzes sind. Wenn du das findest, ich will jetzt nicht sagen, dann klopfst du dir gerne auf die Schulter, aber dann freust du dich, dass du derjenige bist, der es rausgefunden hat. Und dann weißt du, dass ist wahr. So, ja. Jetzt habe ich wieder meine 5 Minuten gehabt. Ja, ja, ich sage ja, es ist deine Sendung heute. Nein, das ist nicht die Absicht. Ich will ja den Wind nicht aus den Segeln nehmen. Also von mach daher. Euch weiter. ja, und deswegen habe ich jetzt eine Verbindung nicht herstellen können von dem Großpapa von Alan Parsons. Aber bei dem Namen Moffat klingelte dann wiederum meine kleine Glocke.
Aus dem ganz einfachen Grunde, weil es in England im Augenblick immer noch einen sehr aktiven Drehbuchschreiber gibt, den, glaube ich, bekanntesten Drehbuchschreiber Englands im Augenblick immer noch. Und der heißt nämlich Stephen Moffat, also Stephen und dann Moffat mit demselben Namen. Ich habe nicht herausgefunden, jetzt in den 10 Minuten, die ich hatte, mal zu schauen. Ich weiß, sein Vater heißt Bill, ja, aber das geht es ja nicht drum, ob er nicht irgendwie der Verband wäre, denn Stephen Moffat ist derjenige, der so die erfolgreichsten Fernsehserien in den Vereinigten Königreich, in Great Britain, wie es sich da nennt, da produziert hat oder beziehungsweise die Screenplays, also die Drehbücher geschrieben hat. Und zwar ist das die Folge oder die Fernsehserien aus den 90ern, die ihr nicht kennt wahrscheinlich, Joking Apart, Chalk und Coupling, wer mit wem? Aber dann kommt's, die zwei absoluten Straßenfeger in England. Zum einen Doctor Who. Und Doctor Who ist so eine Science-Fiction-Serie, wo jemand dann immer so in der Telefonzelle verschwindet und Zeitreise macht. Eine Doctor in the TARDIS, ganz, ganz bekannte Serie, die läuft, glaube ich, schon seit 50 Jahren in England. Und die zweite Serie, die eigentlich fast jeder von euch kennen muss, ist Sherlock. Also Sherlock Holmes in modern. Die beiden sind von Stephen Moffat ganz, 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 ganz prominent geschrieben worden. Gut, dann war es das erstmal mit dem Ausflug in die Geschichte des Urgroßvaters von Alan Parsons. Aber wir haben ja noch 80 Seiten oder so. Von daher, also alles gut. Jetzt habe ich mir mal so gedacht, da war doch mal irgendetwas mit Parsons, mit Parsons, mit Parsons. Ja, es gab mal einen John Whiteside Parsons. Jack Parsons. Anscheinend nicht verwandt mit Alan Parsons. Da muss Alan heißen stehen und nicht Jack, aber gut. Und dieser John Whiteside Parsons, den haben wir dann links auf dem Bild. Also ich finde ja schon, dass der so ein bisschen Ähnlichkeit hat, auch wenn die Bilder so 60 Jahre auseinander sind. Find schon. Vielleicht sind die ja verwandt, man weiß es nicht. Ich stelle ja keine Vermutungen auf und es tut mir leid, ihr hört jetzt in dieser Folge keine Musik, aber okay. Dieser John Whiteside Parsons ist einer der satanischsten Männer des letzten Jahrhunderts. Warum ist er das? Weil er ganz starker Anhänger gewesen ist der Magie, also der schwarzen Künste sozusagen oder der schwarzen Magie. Und von Aleister Crowley. Und Aleister Crowley, den dürftet ihr da draußen ja noch kennen, aus diesen ganzen Sachen mit Beatles und den Drogen, Folge 8 und 9 unserer Agenda. Dieser Parsons war aber jetzt nicht nur sogenannter Magier und Schüler oder Nachfolger oder wie auch immer, ein amerikanischer Zweig, der jetzt da sich mit Magie und okkulten Dingen beschäftigt hat. Nein, 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 nein. Er war einer der, wenn nicht der wichtigste Raketenforscher in den Vereinigten Staaten in den 30er und 40er Jahren. Und das ist nicht mal ebenso irgendjemand, der mal nebenbei ein bisschen Magie gemacht hat, sondern das ist jemanden, der ohne Rücksicht auf Verluste sein Ding durchgezogen hat. Sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen geht jemand. Jemand, der so eine Einstellung hat. Und wenn ich mich mit Raketen beschäftige, dann bin ich sowieso nicht ganz von dieser Welt, wie man so lustig kolportiert, ne? So, und er hat einen sehr, sehr prominenten Fürsprecher, dieser Jack Whiteside Parsons. Völlig unabhängig von der Magie, die er gemacht hat. Da kommen wir dann auch noch gleich kurz drauf zu sprechen. Und zwar hat er eine Aussage mal bekommen von dem mehr oder weniger weltbekannten deutsch-amerikanischen Raumfahrtpionier Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun oder zu Deutsch und ganz kurz Werner von Braun. Und der hat mal gesagt, dass Parsons und nicht er als Vater des US-amerikanischen Raumfahrtprogramms angesehen werden sollte. Und wenn das der damalige Direktor der NASA sagt, dann sollte das zu denken geben, welche Wichtigkeit dieser Mensch damals gespielt hat. Ich würde beinahe so weit gehen, um zu sagen, von dem, was ich hier höre, dass der Parsons eine ähnlich wichtige Rolle in der Raumfahrt gespielt hat wie Tesla in der Energieentwicklung, weil Albert Einstein ja mal eines berühmten Males gesagt haben soll,
auf die Frage, wie es sich denn anfühlt, der intelligenteste Mensch der Welt zu sein, dass er sagte, keine Ahnung, fragen Sie Nikola Tesla. Diejenigen, die wir in der Geschichte nie gelehrt bekommen, sind eigentlich diejenigen, die die wirklich wichtigen Dinge machen, erfinden, sagen, tun. Und das ist etwas, was wir immer wieder bemerken. Und das, mein lieber Bruder, ich muss ja irgendwann einmal auf dieses wunderbare Buch kommen in der Sendung, erinnert mich wieder einmal an die Bibel. Weil es sind die Jesuiten, die diese Taktik gebrauchen, die sich irgendwelche, zwischen Anführungszeichen, Schauspieler suchen, die den Ruhm akzeptieren für die Arbeit von Menschen, die im Hintergrund getan werden, die niemals jemand kennt. Das ist eine absolute jesuitische Taktik, die schon seit Jahrhunderten bekannt ist und damit aufgeflogen ist, wer sich ein wenig dafür interessiert. Ich kann seine eigene Nachforschung in der Hinsicht gerne mal anstellen. Wer war der echte Shakespeare? Der, den wir kennen als William Shakespeare, der war nur ein Schauspieler. Derjenige, der die ganzen Dinge geschrieben hat, die Shakespeare angeblich geschrieben haben soll, das war Sir Francis Bacon. Und wenn man so etwas weiß, dann beginnt man sich die Fragen zu stellen, ob Mozart wirklich das Wunderkind war, was uns immer vorgesetzt wird? Ob Beethoven tatsächlich der wunderbare Komponist war, der er war? Oder Folge wer 12. auch immer, sind da nicht irgendwelche Leute dahinter vielleicht, die diese ganzen Dinge machen? Und diese Leute werden nur den Unwissenden im Theater vorgesetzt, weil das ist ja das, was wir machen. The whole world is a stage. Ja, die ganze Welt ist eine Bühne, ist ein Theater. Wir also, gucken da nur hin und die uns vorsetzen, schauen wir an. Aber das müssen darum nicht diejenigen sein, die das machen, sondern die können nur im Grunde wiedergeben, was ihnen von hinten eingegeben wird, weil sie sind Puppen, die an den Strippen tanzen. Und genau das sagt uns doch die Bibel an so vielen Plätzen. Ja, man sollte halt einfach jetzt nicht vergessen, was ich jetzt hier mache, ist, ich mache jetzt hier gerade eine parallele Studie sozusagen. Ich gucke mir jetzt nur diesen Jack Whiteside Parsons an. Ich sage nicht, der ist verwandt damit oder verschwägert damit. Ich weiß nur, der Großvater von ihm hat einige uneheliche Kinder gehabt. Okay, so, und dieser Mensch heißt auch Parsons. Dieser Mensch ist extrem okkult. Und Bernhard von Braun, dessen Grabstein wir da jetzt gerade sehen, hat gesagt, dass er, der Herr Parsons, als Vater der US-amerikanischen Raumfahrtsprogramme angesehen werden sollte. Und wenn immer die Leute sagen von wegen, ja, Wissenschaft, wir haben Wissenschaft, wir brauchen die Bibel nicht mehr, wir brauchen Gott nicht mehr und so weiter, dann wird ja alles durch die Wissenschaft erklärt. Wie erklärt ihr euch denn bitte dann die Inschrift auf dem Grabstein von Werner von Braun? Das ist kein dummer Mensch gewesen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Das ist der Psalm 19,1 beziehungsweise 19,2, weil 19,1 der einleitende Vers ist, ein Loblied Davids, glaube ich, heißt das. Das ist dieser Psalm, den Werner von Braun auf seinem Grabstein hat, als sozusagen oberster Herr der amerikanischen Raumfahrt in den wichtigen Jahren 50ern und 60ern. Quasi die Nachfolge von Parsons quasi angetreten. Auf jeden Fall die Nummer eins der amerikanischen Raumfahrtbehörde. Derjenige, der beispielsweise auf mehreren Fotos zu sehen ist mit John F. Kennedy. Also wirklich derjenige, den man damals konsultiert hat. Und der hat auf seinem Grabstein draufstehen, hat nicht draufstehen von wegen, ja, keine Ahnung, Mondlandung, ne, so und so, 1969 oder Neil Armstrong, Dankeschön oder Buzz Aldrin, war es ein toller Kumpel, ne, danke für deine ganzen Schilderungen. Nein, er hat draufstehen, Psalm 19,1. Er hat draufstehen, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Das hat er draufstehen. Am Ende seines Lebens hat er einen Spruch aus der Bibel draufstehen, auf seinem Grabstein. Das ist Geschichte und das ist Fakt und das ist die Wahrheit. Das ist die Stunde der Wahrheit. Das ist das, was man im normalen Mainstream, im Fernsehen und so weiter nicht zu sehen bekommt. Natürlich kann man sich dieses Bild im Internet runterladen, aber wer kennt den Psalm 19? Und dafür sind wir hier. Genau dafür sind wir hier, um solche Verbindungen zu legen. Und deswegen habe ich mir halt einfach jetzt mal die Freiheit genommen, mich weiter um den Herrn Parsons zu
kümmern und mich mal anzuschauen, was denn so der Namensvetter von Alan Parsons denn so alles getrieben hat in seinem Leben. Und da haben wir beispielsweise die Apollo 11-Rakete, mit der dann 1969 in die Luft abgehoben worden ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr habe ich nicht gesehen. Mehr weiß ich nicht. Mehr kann ich nicht beweisen. Ich kann also sagen, okay, nach allgemeiner Auffassung ist da eine Rakete abgehoben und ist irgendwo nach oben entschwunden. Mehr weiß ich nicht. Das ist das, was viele Leute gesehen haben. Alles andere ist dann jetzt wiederum ein ganz anderes Thema. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist derjenige, der die Raketenantriebe in Amerika entwickelt hat. Und das ist John Whiteside Parsons gewesen, mit Kurznamen, Spitznamen Jack. So wie John F. Kennedy ja auch Jack Kennedy genannt worden ist, zumindest von seiner, ja, Frau. Also von seiner Hauptfrau, also von seiner Ehefrau. Jetzt hätte ich mich gerade schon verhaspelt. Okay, gut. Also, der Jack Parsons war neben seiner wissenschaftlichen Arbeit ein Anhänger der okkulten Lehre von Aleister Crowley, haben wir schon gesehen, und dessen Magic, also Magik, mit CK geschrieben. K deswegen, weil es der 11. Buchstabe ist. Das hat wiederum eine spezielle Zahlenmystik-Bedeutung. Er erkannte darin keinen Widerspruch und führte vor jedem Raketenstart eine Invokation, also eine Anrufung des Gottes Pan aus. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Pan ist, kann ich euch das ganz normal sagen. Pan ist derjenige, von dem es die Panflöte gibt. Nein, nicht George Samphire, der mal Einsamer Hirte 1978 oder 79 auf RTL getrellert hat. Den meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt einen Gott, der jetzt da verehrt wurde im Altertum. Das ist der Gott Pan. Und dieser Gott Pan, dem ist jetzt nicht nur die Panflöte irgendwo anheim, sondern der Gott Pan selber ist ein Mischwesen. Der ist eigentlich ein Bock. Da habe ich jetzt nicht alles hier drauf geschrieben, weil sonst wäre das ein 500 Seiten Skript. Das weiß ich nur im Kopf. Hoffe ich zumindest, dass ich das noch im Kopf weiß. Und dem Pan beispielsweise wird nachgesagt, extrem sexuelle Lust zu haben. Also so ein Satyr zu sein. S-A-T-Y-R kommt nicht ungefähr von Saturn und ist nicht ungefähr davon dämonisch, also extrem ganz fieses Zeugs. Und der Urname der Stadt Rom. Ja, und Pan, dieser Pan kommt also auch witzigerweise, genau da kommt nämlich auch die Panik-Forschung her. Also Panik kommt von Pan, von dem Gott Pan, auch wenn euch das nicht so geläufig ist. Also jeder, der Panikforscher macht und so weiter, da gibt es ja diesen Herrn Schreckenberg oder so, glaube ich, der bei der Duisburger Love Parade vor ungefähr 10 Jahren oder so da mal durch die Medien gegeistert ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, Panikforscher ist halt nichts anderes als dem Gott Pan. Ne? In Hamburg, also, gibt es den Udo Lindenberg mit seinem Panikorchester. Ja, das muss ja natürlich jetzt auch wieder kommen. Ne? Ja, ich bin nur mal Hamburger. Ja, bitte, 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 bitte. Aber ist auf jeden Fall alles ziemlich schrecklich. Also egal, ob jetzt ein Panikforscher ist oder Panikorchester, es ist alles ziemlich schreckliche Sachen. Okay, also nur mal dazu, Gottes Pan, eine Invokation des Gottes Pan bei vor jedem Raketenstart. Könnt ihr euch vielleicht jetzt mal vorstellen, ja, wie soll ich mal sagen, also mit welchen Leuten ihr da zu tun habt. Ihr habt nicht mit irgendwelchen normalen Leuten zu tun, die morgens sich anziehen und abends nach Hause kommen, sondern das sind halt einfach alles wirklich totale, ja, wie soll ich sagen, Freaks? Ich weiß nicht, ich kenne die normalen Jugendslang heutzutage nicht. Krass drauf oder so. Also es sind Leute, die halt ihrem Ziel alles unterordnen. Und wenn da irgendjemand nicht so spurt, wie er will, dann wird er links liegen gelassen oder rechts abgestellt. So ist das einfach, ja. Das ist überall. Das sind Machtmenschen. Das sind alles Machtmenschen. Alle Menschen, die wir behandeln, auch alle Musiker, alles sind Machtmenschen. Alle streben nach Macht und noch mehr Macht. Alle wollen nach oben. Und wenn ich oben bin, dann muss ich nach oben kriechen und nach unten treten. Das ist ja nun mal halt ein bekanntes Sprichwort. So, dieser Jack Parsons wurde von Aleister Crowley 1942 zum Leiter der Agape-Loge des Ordo Templi Orientalis OTO. Das ist seine, ja, Religions... Bezeichnung sozusagen, OTO, sein Tempel, ja, sieht man ja da schon draus, was es heißt, ernannt in Kalifornien und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Die haben sich aber nie persönlich kennengelernt, sondern die standen wirklich immer per Brief zur Verfügung, wenn wir das alles so glauben dürfen, was wir jetzt hier lesen. So, Mitte der 40er Jahre lernte er und seine Frau den Abenteuer-Schriftsteller und späteren Scientology-Gründer Ron Hubbard kennen. Die drei planten, ein Ritual aus Crowleys OTO durchzuführen, welches sich über ein Jahr hinziehen würde, die Erzeugung eines Moonchilds. Merkt euch bitte nur den Begriff Mondkind. Wir kommen später noch drauf zurück. Eines Kindes mit magisch prädestinierter Seele. Ja, also eins, das also speziell unter einem gewissen, das unter einer gewissen Sicht, unter einer gewissen Einfluss gezeugt wird. Drücken wir es mal so aus. Ich will da jetzt gar nicht tief reingrehen.
Crowley war erbost, aber er warf Parsons nicht aus dem Orden. Das heißt, so ganz erbost kann er dann doch nicht gewesen sein. So, dann gibt es halt weiterhin, dass der Parsons halt damals ziemlich viel Mist gebaut hat und hat auch dann ganz viel Geld verloren und so weiter und so fort. Der Rest ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist letzten Endes, er ist derjenige, der ganz viele Rituale durchgeführt hat, auch Babylon Workings in der Mojave-Wüste in Kalifornien. Und ja, da gibt es also dann ganz viele ganz schlimme Dinge, die wir hier gar nicht weiter benennen wollen, die da gemacht haben. Und ja, seine Frau hat dann also auch weiter in einem Film von Kenneth Anger gespielt. Da sind wir bei dem weiteren absolut hochgradigsten Satanisten, der sogar ein Satanszeichen auf seine Brust tätowieren lassen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dagegen sind also so Leute wie irgendwelche welche Hardrock-Musiker, die sind da Kindergarten gegen. Gegen das, was die Leute wirklich machen im wirklichen Leben und was die leben. Ja. So, auf jeden Fall, es gab also auch dann bei Jack Parsons, das weiß ich aus einer anderen Biografie, auch dann, dass er seine Frau geteilt hat mit anderen und so. Also da ist also richtig, richtig Sauereien sind da gelaufen. Ich weiß, warum ich das jetzt erwähne. Wir wissen ja, der Großvater, Urgroßvater von Alan Parsons, der war nicht ohne gewesen, was den sexuellen Appetit angeht. Wenn da steht, several, also einige uneheliche Kinder. Also der Mann war sehr umtriebig. Vielleicht ein ganz, ganz lieber euphemistischer Begriff, den ich jetzt gerade hier benenne. Okay, so. Und dann ist der Herr Parsons dann, beispielsweise unter dem Pseudonym Holmes erschienen in einem Roman Rocket to the Morgue. Und solche ganzen Geschichten und Hubbard und so weiter. Also die beiden haben sich gut verstanden. Also der Parsons und der Hubbard. Und Hubbard ist derjenige, der nachher diese Scientology-Sekte, die kennt er ja hier von Nicole Kidman und Tom Hanks, die ist ja überall bekannt. Also da, wo es auch wirklich nur drum geht, um Tom Leute Cruise. Wirklich... Ach, Tom Cruise, nicht Tom Hanks, Entschuldigung. Ja, Tom Cruise und Nicole Kidman. Das, was letzten Endes dann auch wirklich sehr bekannt ist, die halt rennen Hollywood die ganzen Stars da abgrasen sozusagen und die dann halt einfach dann programmieren wollen. Und ich habe da auch mal so einen Test gemacht bei Scientology. Ich gebe es zu, ich wusste auch genau, was ich da mache. Das war halt aber auch nur in der Fußgängerzone in der großen deutschen Stadt vor 10 Jahren und so. Und ich habe dann aber auch aus dem Augenwinkel direkt gesehen, was da gemacht worden ist. Ich habe mir gedacht, gut, den Spaß mache ich mir mal. Und dann habe ich halt da so mal 2, 3 Sachen mal so quer gekontert und bin dann aufgestanden. Und dann habe ich einen ziemlich enttäuschten Menschen hinter mir gelassen irgendwo. Aber gut, war halt einfach mal so für mich eine Erfahrung zu sehen, welchen Argumenten kommen die da. Man kann ja am besten auch Leute beurteilen, wenn man sich mit denen unterhält. Gut, also mit Scientology hatte ich schon Berührungen, kann ich jetzt auch dazu sagen. Ich habe da nie aktiv mitgemacht, ne? weiß überhaupt nichts mit. Aber ich habe da mal diese Tests gemacht mit diesen angeblichen Sensorikgeräten und solchen ganzen Sachen. Das fand ich ja dann doch schon mal interessant. Ich bin ja von Natur aus ein neugieriger Mensch und habe mich da mal drauf eingelassen und wusste aber dann auch schon, woher der Wind weht und wollte nur wissen, wie argumentieren die Menschen. Ne? So, also. Sein verfasstes Buch, das Lieber Babylon, also Babylon kommt nicht ungefähr von Babylon, prophezeite ihm selber, also dem Raketenwissenschaftler und Okkultisten und Satanisten Jack Parsons, ein Ende in Flammen. Und das hat er dann auch bekommen. Der ist nämlich dann quasi, hat jetzt ihm wohl den Kopf abgerissen und so, ist also eine folgende Explosion von Quecksilber dann wirklich dann verschieden sozusagen. Quecksilber, sehr interessant, in Englisch heißt Mercury. Und Mercury ist einer der Planeten, die da oben rumschwirren und die sind auch in der Alchemie, also ne, sind die da sehr, sehr bekannt und begehrt. Also das wird sicherlich kein normales Experiment gewesen sein, dass er da irgendwo für die US-Raumfahrt gemacht hat, kann ich mir jetzt nicht so unbedingt vorstellen. Also ich denke mal, das waren andere Dinge, die da jetzt gemacht worden ist. Vielleicht hat er sich auch selber geopfert. Also will ich überhaupt nicht bei dem Abrede stellen. Ich halte solche Leute für absolut konsequent. Absolut konsequent. Bis zum Letzten, ja. So, und nicht lange nach seinem Flammentod nahm sich seine Mutter auch das Leben. Also da kommt einiges zusammen. Und ich sage jetzt nur noch mal, es gibt einen Mondkrater, der nach ihm benannt worden ist. Und es gibt eine aktuelle Serie, die heißt Strange Angel, die von seinem Leben handelt in den USA von CBS. Und so, ja, und deswegen hat er dann auch einigermaßen Berühmtheit in den USA. Hier kennt ihn ja wohl kaum einer. Ne, wenn ich sage Parsons, sagen Leute ja Alan Parsons, aber wer ist denn Jack Parsons? Ja, Jack Parsons, da gibt es wohl auch Originalakten des FBIs, ich habe es jetzt noch nicht gesichtet, wo diese okkulten und pervers sexuelle Praktiken beschrieben werden. Also,
Wir halten fest, Sex und Magie haben ganz viel miteinander gemeinsam. Und er hat, wie gesagt, seine Frau, die da unten jetzt im Bild in der Mitte steht, hat er dann wohl mit rechts dem Ron Hubbard von Scientology, hat er dann wohl geteilt. Geteilte Leid ist halbes Leid oder so, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall Sodomie, ja, Sodomie in der Bibel überhaupt nicht erlaubt. Und man kann die drei in einen Topf werfen und draufhauen, man findet immer den richtigen. Also egal, wer da schreit, man hat auf jeden Fall den richtigen getroffen. Das ist alles derselbe Kram. Es wird halt, es geht nur um Macht. Auch bei Scientology geht nur um Macht. Da geht es nicht um Glück oder um irgendwelche anderen Dinge, es geht nur um Macht. Und jeder, der eine eigene Sekte oder eine Religionsgeschichte da aufmacht, dem geht es um Macht. Der möchte gern Guru sein, der möchte oben stehen, der möchte sich exponieren, exaltieren. Jesaja 14, 12, ich werde mich emporheben, mich dem Allerhöchsten gleich machen. Das ist das, was jeder Guru will. Denkt da beispielsweise an Bhagwan mit seinen, weiß ich gar nicht, 60, 70, 80, 90 Rolls Royce, währenddessen da seine Anhänger dann in Stofffetzen rumliefen. Ja, das ist dann so ungefähr so der Mindset der Leute. Und damit kommen wir eigentlich jetzt auch zum Ende dieser ganzen Geschichte, weil wir nämlich dann runterscrollen können die nächsten 10 Seiten, weil das jetzt alles nur noch englische Sachen sind für eine zukünftige eventuell englische Sendung. Und es geht dann halt weiter auf Seite 20 in der nächsten Lesung. Und ich glaube, die Stunde haben wir jetzt voll gemacht. Genau, sind wir ziemlich gut, können wir jetzt da stoppen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langatmig, was wir da jetzt gemacht haben, aber so läuft bei mir beispielsweise so eine Eruierung, wenn ich sage, ich will mich mal an jemanden einschießen, ich will wissen, wo kommt er her, was hat er damit zu tun, womit könnte er zu tun haben. Ich habe, wie gesagt, noch keine Beweise für Jack Parsons Verwandtschaft mit Alan Parsons. Wir werden nachher feststellen, die haben eine ganze Menge gemeinsam. Und da freue ich mich schon drauf auf die nächste Folge und gebe jetzt das Wort weiter an den Jörg. Ja, ich habe ja meine 5 Minuten in diesem Video schon gehabt, Bruder. Von daher kann ich es kurz halten. Ich fand es sehr interessant, was wir in diesem Video gelernt haben, vor allen Dingen, weil ich von Alan Parsons Project, so wie man das ja normalerweise kennt, eigentlich überhaupt keine Musik kenne. Ich glaube, ein oder zwei Lieder, die mal irgendwo wohl bekannt waren. Kann ich das Bild hier schon zeigen oder ist das nächstes Mal? Ja, das ist das letzte dann, was du zeigen könntest. Ja. Ah, okay, dann behalten wir diese Dame mal eben hier im Bild mit bei. Oder besser gesagt, den Text, der da drunter steht, weil das Bild ist ja noch nicht gerade so besonders ergiebig. Nein, also, wie gesagt, ich habe meine 5 Minuten schon gehabt. Ich finde es sehr interessant. Ich kenne von Alan Parsons Project gar nichts. Vielleicht mal ein, zwei Lieder, wenn du mir die Titel sagst, würde ich sagen, oh ja, habe ich mal gehört. Ansonsten hat mich das nie besonders interessiert. Aber das bin ja nur ich. Es gibt sicherlich viele andere, die genau wie die Musik von Pink Floyd auch besser kennen und von daher wahrscheinlich auch solche Dinge besser kennen. Und den du mit dem, was du heute hier vorgelesen und erzählt hast, ein wenig die Augen geöffnet hast, dass man wirklich sich so leicht blenden lässt. Wir lassen uns blenden von demjenigen, den die Bibel uns lehrt, dass er der gefallene Engel ist und von denen die Freimaurer sagen, dass er der Lichtbringer ist. Der Lichtbringer in der Hinsicht, dass er ihnen die Erleuchtung bringt. Und wir als bibelgläubige Christen, das ist die einzige, zwischen Anführungszeichen, Erleuchtung, die wir haben können, die Weisheit ist, die wir aus dem Buch Gottes, aus der Bibel ziehen können. Und keine andere Erleuchtung zählt für uns. Also, ich gebrauche auch das Wort Erleuchtung nicht gerne, weil das eben so viel missbraucht ist. Aber es ist natürlich so, dass einem früher oder später, wenn man diese Dinge, vor allen Dingen die Bibel studiert, ein Licht aufgeht. Und Jesus Christus sagt ja von sich selbst, er ist das Licht der Welt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Ja, dann möchte ich zu dem Licht, aber ich möchte zu dem Licht. Ich möchte nicht zu dem, der sich als der Lichtträger ausgibt. Ich möchte zu dem Licht selbst kommen. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied. Da Jesus sagt, dass er das Licht ist, gehe ich zu Jesus und lasse diejenigen, die zu dem Lichtträger gehen wollen, zu ihm gehen. Darum wähle diesen Tag, welchem Herrn du dienen willst. Was mich angeht, belasse ich es hierbei und wünsche euch, dass ihr bis zum nächsten Mal eure Bibel lest und verbleibe wie immer mit meinem biblischen Gruß, Maranatha.
Ja, vielen Dank, Jörg. Und dem möchte ich mich jetzt auch anschließen, denn wir haben jetzt hier in der Sendung ganz viele Namen benannt und es war halt alles, glaube ich, ziemlich trockener Stoff. Aber ich denke, das ist doch ganz spannend, denn es ist relativ moderne Geschichte, was wir jetzt hier durchgenommen haben. Wir haben jetzt so die Jahre 1900 bis 1940, 50 beleuchtet, was da alles so passiert ist. Und da ist auch noch viel mehr passiert und da kommen wir im zweiten Teil drauf. Deswegen würde ich mir wünschen, dass ihr uns die Treue haltet und dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es dann wirklich mal losgeht mit Alan Parsons selber. Bis dahin verbleibe ich auch mit den Wünschen, dass ihr eure Bibel lest, wo wir halt letzten Endes die ganzen Querverweise draus haben. Und deswegen sage ich für heute, hier und jetzt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, tschüss und Maranatha.